Hallo Freunde Sonne, da bin ich wieder und ich werde jetzt mal etwas Neues probieren. Hier wurde ja schon mal gefragt, was ich so für Zeug benutze, mit was ich angle und so weiter. Ja, wir fangen jetzt einfach mal direkt an. Und zwar versuche ich jetzt mit einer Baitcaster zu angeln. Die soll wohl ziemlich schwer sein, habe ich gelesen und auch gehört. Und dass es da wohl eine ziemlich beschissene Lernkurve gibt. Aber wir probieren es trotzdem aus. Ich mache mir da große Hoffnung, dass das funktionieren kann. Und zwar benutze ich hier als Route die Garbolino Primecast 66 mh 7 bis 28 Gramm. So, mit der werden wir mal probieren. Das Ganze war nicht ganz so teuer, auch nicht ganz so billig. Aber ich denke mal, für eine Baitcaster war es wohl so an sich ein guter Deal. Also probieren wir das mal aus. Und zwar habe ich die Rolle von Sänger. Das ist die X-Act 2.0 Iron Claw. Und ja, das wird sozusagen meine erste Baitcaster. Und mit der wir versuchen, das zu lernen. Und das Gute ist, ihr könnt dabei sein, wie ich mich hier gleich mit den ersten Würfen wahrscheinlich total blöde anstelle. Ich werde dafür jetzt einfach irgendwelche Gummifische nehmen. So Lidl-Style. Wo ich nicht drum weine, dass ich sie verliere. Und damit werde ich erstmal üben und probieren und machen und tun und einstellen. Wenn ich das mal drauf habe, werde ich euch das vielleicht mal erklären, wie das geht. ansonsten seht ihr jetzt so ein bisschen meine ersten Würfe, meine mittleren Würfe und meine Endwürfe. Meine andere Route habe ich auch dabei. Kann ich euch auch mal zeigen. Machen wir direkt. Die ist zwar nicht aufgebaut, aber es ist eine Shimano Vengeance AX 240 mh und hat eine Länge von, was waren das, 240 und ein Wurfgewicht von 14 bis 40 Gramm. Von daher, die ist sehr geil. Die Rolle muss ich euch auch noch zeigen. Ne? Das ist eine ganz normale Shimano Alivio. Oder so rum. Und die macht sich sau gut. Mit der fische ich sehr gerne und mit der habe ich auch die Hechte gefangen. Schnur ist drauf, eine 014er geflochten, orange. Zumindest war sie mal ziemlich orange, mittlerweile wird sie schon so ein bisschen weißlich. Die ist ziemlich robust, ziemlich stark und sie soll wohl auch verschweißt sein. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich werde mir dieses Wissen auch noch aneignen. Die ist jedenfalls sehr robust. Ziemlich stark und von der Schnur habe ich noch ein bisschen was über, das werde ich mir dann vielleicht als Vorfach einfach vorknallen. Also statt ich da jetzt ein teures Stahlvorfach vorknalle oder irgendwas dergleichen, nehme ich einfach die, da weine ich nicht drum. Und ja, mit der hier habe ich jetzt gerade eine billige Mono drauf, ziemlich billig, aber egal, ob sie funktioniert, ne? Also zum Testen soll sie funktionieren. Ich weiß, Mono ist nicht so gut. Wenn man mit Gummifisch angeln will, aber was willst du machen? Ne? Ich kann ja da jetzt keine geflochtene Schnur aufknallen und hier alle möglichen Probleme an der Hand haben und dann ja, möglicherweise alles kaputt machen. Von daher erstmal mit billig anfangen. Das ist irgendwie null. Was wird das sein? So zwischen 20 und 30 wird es sein. Von daher, wir probieren die einfach aus. Ich weiß nicht, was die für eine Dicke hatte. Das habe ich noch von meinem Vater, irgendwie so eine ganz alte Rolle. Die habe ich mir jetzt raufgeknallt. Die probieren wir aus. Schnur, nicht Rolle. Und ja, da versuchen wir dann einfach mal all die Style mit irgendwelchen Spezi-Gummidingern hier irgendwas zu reißen. Irgendwas werde ich hier schon finden. Was ich nicht unbedingt brauche. Was ich auch mal verlieren kann. Und ja. Ansonsten versuche ich jetzt hier mein Glück. Warum hier? Hier fange ich eigentlich nichts, weder Hecht noch sonst irgendwas. Hier ist es aber schön windgeschützt. Und da, wo ich eigentlich auf Hechte gehen würde, da sind gerade die ganzen Karpfenangler. Da ist alles voll. Ja, die ganze Reihe ist voll. Die Seite da hinten, alles voll. Da drüben sind, glaube ich, auch noch welche. Ich sehe da zumindest jemanden stehen, der gerade mit seiner Angel arbeitet. Also der See ist gerade stark befischt. Ist so grundsätzlich auch hochfrequentiert. Das ist der Grund, warum ich nicht unbedingt hier so an die große Glocke hänge, wo und wie und was ich große Fische fange und so weiter. Ja,
Ich glaube nicht, dass sie hier Karpfen fangen. Sagen tun sie viel. Aber wir werden sehen. Und ja, probieren wir es einfach mal aus. So die ersten Würfe. Ich bastel mir jetzt erstmal was zusammen. Dann schauen wir mal, was wir hinkriegen. Ich zeige euch dann den ersten Wurf. Dann schalten wir wieder ein. Ja, ich hoffe, es wird euch gefallen. Es macht euch Spaß. Wir werden wahrscheinlich einige Lacher haben. Wenn ich das Ding hier gleich, wie ich es in einigen Videos gesehen habe, hier einen Meter vor die Schilfkante knalle oder so. Naja, gut. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht bin ich ja Naturtalent. Gut, also, ich bastel zusammen und dann legen wir los. So, bin soweit. Ich habe jetzt hier so ein grünes, zergnuddeltes Stahlvorfach drauf gemacht, wo schon der Wirbel hier unten so ein bisschen im Arsch ist. Dann habe ich hier so ein Ding rangeknallt. Das ist alles schon zu groß, ich weiß. Aber wir wollen ja nur testen und probieren. Dann macht sich das vielleicht ganz gut. So, jetzt muss ich ja die Rolle irgendwie einstellen. Irgendwie war das ja von wegen, der Köder muss runterfallen, aber darf nicht zu stark nachrollen. So, dann haben wir nämlich schon ein Problem. Diese sogenannten Vogelnester, von denen ich gehört habe, diese ganz gefährlichen Dinger, klingt natürlich nicht so toll, aber gut. So fängt's an, wa? So fängt's an. Gut, wenn das Ding aber schon zu fest ist, zu weich ist, drehe ich hier noch ein bisschen am Rad. Jetzt fällt das Ding kaum runter. Ist natürlich schlecht. War ich schon zu sehr angeknallt. Eigentlich werde ich mal versuchen, ich probiere jetzt einfach meinen ersten Wurf. Ich probiere es einfach, ne? Ich halte mit dem Daumen noch ein bisschen gegen. Probieren wir einfach. Man soll ja auch nicht voll anknallen, man soll das Ding ja irgendwie rüberschnippen. Also nicht schnippen, sondern so, ach, wir probieren es einfach. Ich weiß jetzt nicht. Ich gehe jetzt noch weiter, mich im Kopf und Kragen rede. Sah doch schon ganz gut aus, oder? Und das erste, was ich habe, sind diverse Vogelnester. Ich merke schon, das wird nicht einfach. Mal gleich nochmal. Steg drüber. So, falls ihr das mal sehen wollt. So sieht das aus, wenn es nicht richtig war. Du Scheiße. Du Scheiße. Gut, ich bin mit dem Vogelnest jetzt erstmal beschäftigt, wa? Wir sehen uns danach wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe jetzt kurz Aufklärung, was ist passiert. Ich hatte ein gewaltiges Vogelnest hier drin, das ich enttüdeln musste. Und während des Enttüdelns, also die Schnur hat jetzt ordentlich gelitten. Überall Knicke und was weiß ich was alles. Naja, auf jeden Fall ist sie mir beim Enttüdeln dann gerissen. Das heißt, ich musste erstmal die ganze Beine Schnur von dort hierher einkurbeln, und zwar mit der Hand, um meinen Köder wieder zu kriegen und so weiter und so fort. Da ist er. Ja, und habe halt wieder neu angetüdelt, die alte Schnur ab in den Rucksack. Vielleicht brauchen wir die nochmal für irgendeinen Blödsinn. Jetzt habe ich mal eben mal hier komplett zugemacht. Mal schauen. Ich probiere es jetzt einfach weiter. Da bin ich ganz schmerzfrei. Na. Kein Vogelnest.
kein Vogelnest. Bin zwar nicht sonderlich weit gekommen, aber auch kein Vogelnest. Das ist das, was zählt. Ich habe ja schon keine Lust mehr. Es zeigt natürlich einen Hänger. Will ich mal sein. Die wird reißen, die wird nicht lange halten. Mit einem Anrad wenigstens noch ein bisschen gehalten. Wisst ihr, was das Coole ist? Genau da vorne, wo ich hänge. Gerade in die Wald hier Fisch lang geschwommen. Ich werde es abreißen. Keine Chance. Oder es löst sich noch. Oder auch nicht. Das darf wohl nicht wahr sein. Ich habe hier sonst noch nie einen Hänger gehabt. Gut. Aber wir brauchen nicht weinen, weil war nicht schlimm. Ich mache jetzt kein Stahlvorfach mehr ran. Scheißegal. Scheiß die Wand an. Ich mache da jetzt ein Blei ran und dann ist gut, dann schmeiße ich das Blei raus. Gut, also bis gleich. So, jetzt habe ich einfach ein Knie mit Blei da ran gemacht. Bing! Wenn wir jetzt Hänger haben, dann haben wir echt Pech. Oder Nester. Nicht mal doll gezogen. Klappt aber abwappbart wieder. Geil. Geht der Spaß wieder von vorne los. Also, bis gleich. So, ich habe das jetzt zusammengetüdelt mit einem ganz normalen Tüdelknoten, damit ich nicht hier ständig so viel Schnur verliere. Weil wenn das so weitergeht, habe ich bald keine mehr. Und jetzt stehe ich auf der Schnur. Ich stehe auf alleine und hole jetzt mein Blei wieder ein. Und ich probiere es dann nochmal. Und habe gleich wieder ein Vogelnest. Weil es so schön ist. War aber ein annehmbares. So, das habe ich jetzt mal richtig zugedreht. Mal gucken, was da passiert. Ich merke schon, da werde ich noch viel Übung brauchen. Viel Übung und viel Hornhaut auf der Finger. Schneidet sich nämlich langsam ein. Aber sie werden langsam enttüdelbar.
war natürlich blöd, aber gut. Ja. Ich geh mit dem Finger viel zu krass drauf, ne? Mach mal wieder ein bisschen auf. Noch zu verkraften. Geht so. Weit komme ich noch nicht, aber wir versuchen es weiter. Das sind sagenhafte 3-4 Meter, die ich hier werfe. Aber keine Vogelnester mehr. Man muss es immer positiv sehen. Ich zeige es noch mal ein bisschen aufgedreht. Ja, jetzt habe ich es noch mal ein bisschen aufgedreht, das liegt jetzt hier vorne. Man sollte ja die Bremse aufmachen, oder? Warte mal, so. Oh, junger Gott. Junger Angelgott, helfe mir. Ich weiß nicht, ob ich die sehen, aber ich glaube, ich habe einen Fisch erschlagen. Also die Fische sind da, nur der Angler ist noch nicht so bereit. Sehen? Kein Vogelnest. Und bis da hinten hingekommen. Au! Also kein Vogelnest, aber hat weh da. Da war dieser dumme Knoten, der hat sich gerade voll in meinen Finger gerammt. Oh. Also die Würfe können wir langsam. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Sache der Einstellung der Rolle und des Anglers. Da macht mir gerade der Knoten hier ein Problem. Seht ihr sehen? Klackert sie mal. Der Knoten, den ich da drin gemacht habe, hat gerade ein bisschen blockiert. Die Sau. Natürlich mit einer Mono auch scheiße mit so einem Knoten drin, wa? Na ehrlich, sind da Fische? Aber jetzt haben wir wieder ein Vogelnest.
Meine Hände sind langsam lediert von dem Spaß hier. Ach nö, ich kann jetzt nicht noch einen Knoten drin machen. Erstmal die Schnur hier sichern und dann geht's nochmal von vorne los. Und zwar so lange, bis wir können. So, im Endeffekt bin ich noch nicht viel weiter. Hat eben noch geregnet wie Sau, deswegen musste ich die Kamera wegmachen. Ist alles nass geworden. Die Kamera habe ich schnell in Sicherheit gebracht. Dummerweise habe ich den Rucksack ein bisschen offen gelassen, hat auch noch was drin gekommen. Aber die Kamera hat nicht abgekriegt. Ja, letzten Endes, so viele Vogelnester wie noch nie gesehen. Kann euch ja mal zeigen, so viel Schnur ist jetzt ab. Die Rolle ist auch nur noch halb. Naja, irgendwie so ein bisschen, klingt ein bisschen drauf. Also wenn ihr sowas machen wollt, holt euch viel Schnur zum Üben. Und am besten billig und dann ist gut, dann müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn ihr die ständig wegreißt. Ja, bis jetzt ist meine Frustrationsgrenze so. Wir probieren es weiter. Mittlerweile, also ich habe schon einen ziemlich weiten Wurf hinbekommen. Aber naja. Können wir mal gucken. Das fällt viel zu schnell. Jetzt fällt es ja nicht. Jetzt fällt es ein bisschen. Wie ihr seht, ein Stückchen komme ich schon raus. Mit Mühe und Not. Und viel einstellen. Ja, ein paar Vogelnester oder ein paar kleine Umwirbelungen sind leider noch drin. Na, jetzt machen wir den See sauber. Das sieht manchmal auch. Ich glaube, ich bin gerade hier hinten irgendwo hängen geblieben. Das ist natürlich unvorteilhaft. Schon haben wir wieder irgendwas, was sich hier verknuddelt. Was auch immer das ist. Weiß es nicht. Aber ich kann euch schon mal sagen, der Handschuh hier ist Gold wert. Zack, und schon wieder gerissen. Boah, ja, nicht viel ziehen, reißt instant ab. Ja, und schon bin ich wieder am Rumtuddeln. Bin ich eh hauptsächlich. Im Moment angel ich weniger, als dass ich die Schnur hier befreie.
verstehe auch nicht, wie sich das so verknuddeln kann, wie es sich hier gerade verknuddelt. Das ist da wirklich eine Schnur komplett hart fest an dem Ganzen dran ist. Wie auch immer das funktioniert. Aber ich sage euch, wenn ich keine Schnur mehr drauf habe, dann höre ich auf. So, und ich darf jetzt wieder rumknuddeln hier. Geil. Also, bis denn. So, alles wieder entknuddelt. Versuch mal weiter. Ne? Versuch macht klug. Also Fakt ist, ich glaube, ein Knoten auf der Rolle mit drauf ist scheiße. Nichtsdestotrotz, ich will auch nicht aufgeben, aber ich möchte demnächst richtig anfangen zu arbeiten. Und damit meine ich Barsche, Hechte und so weiter vielleicht. Wäre jedenfalls ganz nett. Und hier haben wir wieder allseits beliebte Vogelnest. War aber einfach zu lösen. Glück gehabt. Wie gesagt, viel Schnur halt nicht mehr drauf. So, jetzt probieren wir mal mit Gummi. Dafür muss ich eh nochmal dran basteln. Also von daher, bis gleich. So, jetzt habe ich hier mal so ein Gummifubi ran gemacht. War doch immer. Packet natürlich schön hin und her. So. Und jetzt probieren wir das mal aus. Lass mal schauen. Hier passiert ja nichts. Mal gucken, ob wir das Ding überhaupt geworfen kriegen. Ohne dass wir hier gleich wieder einen Dreher drin haben. So viel dazu. Bewegen tut er sich echt schön. Das Problem ist nur, das Ding hier überschlägt ganz schön.
Tja, läuft nicht so schön, wie ich es mir gedacht hätte, ne? Ich meine, ich wusste, dass ich viel Übung brauche, aber so viel? Also so langsam läuft's. Kommt zwar nicht so weit raus, wie ich gern möchte, aber ja, es ist so schön, Übung macht den Meister. Also was ich festgestellt habe, ist, solange der Köder in der Luft bleibt, ja, passiert das nicht. Wenn der Köder so lange in der Luft ist, dass er sich beruhigen kann, dann passiert sowas hier nicht. Aber nichtsdestotrotz, da werde ich mich zu Hause drum kümmern. Ich möchte jetzt Fisch fangen. Ich hole das jetzt ein. Und zu Hause werde ich das alles nochmal enttüddeln. Aber jetzt ist hier mit der Baitcaster erstmal Ende. Weil so lange wollen wir ja noch nicht bleiben und wir wollen ja auch mal gucken, ob wir nicht noch wirklich was fangen, wa? Also, wünscht mir Glück. So, jetzt versuchen wir mal unser Glück hier vorne. Scheinbar glaubt mir keiner von den Ortsansässigen, dass ich hier Hechte fange. Das ist auch ganz gut, brauchen sie mir ja nicht loben. Versuchen wir mal unser Glück. Ist auf jeden Fall relativ kalt geworden gerade. Wir sehen, dass die Fische sich jetzt wieder verschnieseln. Aber versuchen wir mal unser Glück. Wie gesagt, Glück kann man immer haben. Thank you.
So, ich habe jetzt nichts mehr gefangen. Die Zeit ist auch rum, wird jetzt langsam dunkel. Ich werde mich jetzt zum Auto begeben, werde dann nochmal die Baitcaster auspacken, werde ein bisschen rumprobieren, sollte ich dann nochmal was fangen. Ja, dann, also durch Zufall was fangen, nicht durch Köln. Dann reiche ich das nach. Werde ich mal gucken, ob ich das irgendwie aufnehmen kann. Schauen. Da drüben stehen auch noch zwei Karpfenangler. Wenn die was fangen, dann schmeiße ich auch nochmal die Kamera an. Ansonsten, ja, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Kam halt leider kein Fisch zustande. Aber naja, gibt's halt auch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen hoch. Kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, dass ihr was Neues kommt. Und falls ihr da Tipps habt mit der Baitcaster, was ich da falsch mache oder so, könnt ihr gerne noch mal drin schreiben. Also, bis dann. Tschüss. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu laut. Ich will euch nur zeigen, ich habe jetzt schon ein paar passable Würfe hingekriegt. Ja, ein bisschen übt und macht und tut. Es ist schon ziemlich dunkel. Auf der Kamera sieht es noch sau hell aus. Das ist die Qualität der Kamera. Die ist halt sau gut. Die nimmt halt die gesamte Helligkeit auf. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören, weil es kommt gerade extremer Wind von da. Wird wahrscheinlich bald wieder regnen. Das seht ihr nicht, weil für euch sieht das aus, also wenn ich hier in die Kamera gucke, sieht das aus, als ob hier heller lichter Tag ist. Gut, ich zeige euch das mal ein bisschen. Ich habe die jetzt ein bisschen eingestellt und rumgemacht und rumprobiert und mittlerweile weiß ich, wie ich werfen muss. Also das ist eine ganz andere Wurftechnik als mit der Statio. Und ja, probieren wir es mal, bevor ich hier wieder rede und dann passiert nichts, ne? Aber warte mal, ihr könnt mich ja gar nicht richtig sehen. Da ist ja kein Problem. Das ist ja mal ja kein Problem. So, so. Da ist nämlich eine Kurbel dran an meinem Stativ. Richtig gut. So, stell ich euch noch ein bisschen weiter zurück. So, jetzt könnt ihr das ein bisschen besser beobachten. Also über ein Viertel des Sees ist geschafft. Oh, das ist natürlich unvorteilhaft, wa? Knapp bis zur Mitte des Sees. Ich weiß nicht, wie weit das ist. Ich kann das nicht einschätzen. Das sieht wahrscheinlich ziemlich bescheuert aus, ja, wenn das jemand sieht, so wie ich werfe. Aber für mich funktioniert es gerade so am besten. Also ich komme sehr weit. Also das heißt ja, ich komme weit. Ich schaffe vielleicht die Hälfte von dem, was ich mit der Statio schaffe. Aber ja, ist schon mal ganz gut.
Ja, da habe ich schnippen lassen. Das ist so ein kleines Problem, was man hat, wenn man mit der Statio-Rolle angelt. Man lässt es oft schnippen. Das ist scheiße. Weil wenn man schnippen lässt, dann hast du den Salat. Weiß nicht, ob ihr gut sehen könnt. Aber ich hole die Dinger ganz gut raus mittlerweile. Ich kriege die gelöst. Vorher habe ich sie immer weggerissen. Ich lasse die Rolle einfach offen. Dann ziehe ich so weit, wie es geht. Dann drehe ich zurück. Verschiebe das ganze Knäuel immer noch so ein bisschen zur Seite. Quasi. Ah, sieht man wahrscheinlich gerade nicht so gut. Aber dann kriege ich es gelöst. Manchmal hat man ja diese ultimativen, brutalen Hänger. Ich lasse die Rolle jetzt einfach offen. Weil wenn ich das geschnippt habe, dann dreht die Rolle in der Regel genauso weit, wie als wenn ich bis da hinten in die Mitte werfen würde. Das heißt, wenn ich das jetzt zumachen würde, dann hätte ich grundsätzlich jede Menge zu tun. Ja. Und wie gesagt, die Schnur schneidet sich unglaublich gut in die Finger rein. Ja, meine Finger haben gut gelitten. So, jetzt habe ich das wieder frei. Und dann ziehe ich sie wieder rauf. Zack, und schon haben wir sie wieder drauf. Ja, hat kein Problem mehr. Ist wieder schick. Ja, ich werde dann auch mal gucken. Vielleicht, wenn ich das ein bisschen besser drauf habe, mache ich mal ein Tutorial. Ja, also ich meine, gerade dadurch, dass ich ein Anfänger bin und das gerade damit gelernt habe und gerade so ein bisschen so drauf habe, wie das hier funktioniert, so halbwegs, und mir meine Wege langsam suche, ja, als Anfänger. Ist ja nicht so, ein Profi, der kennt ja seine Profi-Tricks, ja, und die muss man ja erstmal irgendwie entwickeln mit den Händen und Fingern und rumwirren und tun und machen. Kann ich ja gar nicht. Warum? Bin kein Profi. Ja? Also wenn ich das jetzt so mache und wenn ich euch das erkläre, wie ich das als Anfänger gelöst kriege, ja, ohne dass ich es abschneide oder irgendwas dergleichen. Ja. Denn habt ihr viel mehr davon. Von daher, ich werde dann mal gucken, irgendwann werde ich mal ein Tutorial davon machen, wie ich das mache als Anfänger, dass ich weit rauskomme, wie ich das Ganze, die ganzen Probleme löse, die dieses Ding hier alles hat, ja, und an mir abwälzt. Beziehungsweise ich an dem Ding abwälze. Ich will es trotzdem nochmal werfen, werde ich jetzt auch tun. Aber jetzt muss ich euch sagen, diese Schnippen müsst ihr rauskriegen. Ne? Wenn ihr schnippt mit der Statio, das müsst ihr hier rausnehmen. Das funktioniert hier nicht. Das funktioniert überhaupt nicht hier mit dem Schnippen.
Gut. Also, dann würde ich sagen, reicht das als rumprobieren und so weiter und üben. Hab versucht wirklich noch für euch was ranzukriegen. Deswegen geübt, 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 wie so ein Verrückter. Und die Karpfenangler neben mir schon geguckt, fanden das wahrscheinlich recht ulkig, wie ich reingeworfen habe und dann mit der Angel, weil ich die ganze Schnur nochmal abziehen muss, einfach mal, weiß ich nicht, 10 Meter auf die Straße gelaufen, damit ich die Schnur so einigermaßen straff habe. Aber ja, wie gesagt, alles Übung, Übung, Übung. Dieses Teil werden wir noch weiter ausprobieren. Wir werden schauen. Ich werde damit versuchen, was zu fangen. Das Problem ist nur, die Schnur hat jetzt echt gelitten. Die hat überall kleine Knicke, Risse und so weiter durch das Rausziehen, weil ich einfach zu blöde war. Ja? Also dieses pure Ziehen und Ruppen wie verrückt, das funktioniert nicht. Erstens reißt er ab und zweitens, wenn er nicht abreißt, dann hat die Schnur so einen Knick weg, dass mitunter die Dinger wirklich einfach abknacken. Ja? Also ich habe bis jetzt noch keinen Köder verloren. Toi, toi, toi. Außer den ersten gleich am Anfang, den habt ihr ja gesehen. Ja, und ansonsten ist es ganz gut gelaufen. Mittlerweile so halbwegs kann ich's. Man muss tatsächlich die Rolle dem Köder echt wirklich anpassen, ganz genau anpassen, ansonsten funktioniert das nicht. Ich werde jetzt zusammenpacken, hab genug geübt, mir ist kalt, es ist dunkel. Ja, alles Prozedere, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!